unserem Hof lebt eine Gewitter. Kuh, mit der haben wir viel Spaß. Wie gemütlich. Immer fröhlich, gut gelaunt. Unsere Kuh, die ist ein Ass. Wie sehe ich jetzt aus? Wie eine Kuh. Ich bin ein Eishockey-Profi. Ich bin ein Pirat. Es macht Riesenspaß, so zu tun, als ob man jemand anderes wäre. Ja, ich mache ein richtiges Musical. Mama Mu hat sich ungeschickt angestellt und Lillebrors Knuddel-Teddy verloren. So wie es aussieht, suchen wir nach einem Huhn. Schick einfach. Ich muss einen alten Teddybären aufspüren. Hatschi, hatschi. Da. Ich bin ein Huhn. Ich bin ein Huhn. Ein Huhn. Auf unserem Hof lebt eine Kuh, mit der habt ihr viel Spaß. Wenn sie denkt, sie ist allein, geht sie auch ans Telefon. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Seit dem Kinostart am 28. Dezember 2023 entführt Wer bist du, Mama Mu? Das Publikum in eine charmante und farbenfrohe Welt. Der schwedische Animationsfilm, unter der Regie von Christian Rultenius und basierend auf den Vorlagen von Jutta Wieslander, Tom Wieslander und Sven Nordqvist, ist eine süße und zeitlose Geschichte für die junge Zielgruppe. Mit einer Laufzeit von knapp über einer Stunde ist der Film perfekt für Kinder, bietet gute Laune und regt zum Nachdenken an, ohne sich in hyperaktives Slapstick-Chaos zu verlieren, wie es bei vielen anderen Animationsfilmen der Fall ist. Die Handlung dreht sich um die ungewöhnliche Kuh Mama Mu, die von den Kindern inspiriert wird, ihr eigenes Mu-Musical aufzuführen. Dies führt zu allerlei Verwirrung und sorgt für das Verschwinden des geliebten Teddybärs des kleinen Lillebror, woran Mama Mu nicht ganz unschuldig ist. Haare Suche nach dem Teddy und ihre Versuche, diesen zu reparieren, bringen sowohl Mama Mu als auch ihre treue Freundin die Krähe in eine Reihe von lustigen und nachdenklichen Situationen. Der Film zeigt auf, dass auch Kühe mehr als nur Gras kauen und auf der Weide stehen können und dass das Ausbrechen aus den gewohnten Rollen Spaß macht und zu unerwarteten Abenteuern führt. Die Besetzung mit Stimmen von Rachel Mollin, Lo Eriksson und Matthias Knave verleiht den Charakteren Leben und Persönlichkeit. Der Film steht als Beweis dafür, dass man nicht in den üblichen Erwartungen verharren muss und dass Freundschaft und Mut alle Herausforderungen überwinden können. Wer bist du, Mama Mu? Ist ein Film, der das Herz berührt und mit seinem Charme und seiner Leichtigkeit die ganze Familie begeistern wird. Ein empfehlenswerter Film, der zeigt, dass es in Ordnung ist, anders zu sein und dass wahre Freundschaft jede Hürde übersteht. Wer bist du, Mama Mu? Ist ein Film, der weit mehr ist als nur eine bunte Animation. Es ist eine Erzählung über Mut, Individualität und die Kraft der Freundschaft, verpackt in ein herzerwärmendes Abenteuer, das sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen inspiriert. Mit seiner liebevollen Animation, seinem charismatischen Charakterdesign und seiner tiefgründigen Botschaft ist dieser Film ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Animationsfilme uns alle an grundlegende Werte erinnern können. Der Kinostart am 28. Dezember 2023 markierte nicht nur das Debüt eines Filmes, sondern auch die Feier der kindlichen Neugier und der unbändigen Freude am Entdecken des Unbekannten. Wer bist du, Mama Mu? Lädt uns alle ein, unsere eigenen Mu-Musicals des Lebens zu komponieren und dabei niemals den Mut zu verlieren, die Melodie zu unseren eigenen Bedingungen zu spielen. Wir sehen uns im Kino.